Wir starten die Neuigkeiten zur 3D View Station V 2021.0 wie immer in unserem Blog. Sie sehen hier eine Zusammenfassung zu dem Release, nochmal in Stichpunkten über die Datenformate, die sich geändert haben, die neuen und verbesserten Funktionen, die wir implementiert haben. Und ich möchte diesmal nochmal ganz herzlich darauf hinweisen, wir haben in den vergangenen Wochen relativ ausführliche Blog-Einträge gemacht mit den sogenannten Vorschauen, Previews auf Englisch, wo Sie ein bisschen detaillierter nochmal nachlesen können, was auch so der Anwendungsfall zum Beispiel ist von den einen oder anderen Funktionen, in welchem Kontext wir die implementiert haben. Ja, aber wir werden das gleich alles hier live sehen, was hier gelistet worden ist. Und damit lassen Sie uns schon mal anfangen mit dem Thema Texturen. Wir haben hier ein Gebäude geladen. Da sehen Sie, wenn wir reingehen, ist es relativ komplex. Dort sind einige Texturen drin auf dem Boden. Sie sehen die Betonwände. Da sind teilweise Steine mit verbaut und wir fliegen einmal raus über die Fleischwurf-Funktion und navigieren einmal hin. Und das sieht schon viel besser aus als einfach ein nacktes CAD-Modell. Ein anderes Beispiel, hier ist es auch intensiv mit Texturen gearbeitet worden und sieht natürlich so ein bisschen rostig oder viel realistischer aus. Hier ein Hubschrauber mit ein paar Grafiken, die aufgebracht worden sind, oder ein bisschen Schmutz und zum Schluss ein Troll, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber eben technisch möglich. In den Analysebereichen, was wir gemacht haben, ist in die Entformungsschrägen Analyse haben wir jetzt eine Hinterschnittanalyse eingebaut. Das heißt, Sie definieren hier mit dem Pointer einfach die Entformungsrichtung, dann wo wir den Pfeil hinzeigen, sehen Sie im Prinzip den Formungsschrägen Winkel. Wenn Sie jetzt die Option für die Hinterschnittanalyse aktivieren, wird die in Echtzeit gerechnet und Sie sehen anhand der Farbe, in dem Fall Magenta, einen Farbcode, wo Sie eben mit Hinterschnitten rechnen müssen. Ja, das ist, geht sehr schnell und ist eigentlich ein guter Hinweis später, wenn man das entformen möchte. Schnittfunktion, wir sind hier mittendrin, Sie kennen die normalen Draht anzeigen mit in einer Farbe. Das kann man natürlich auch gefüllt anzeigen. Wir hatten bisher auch, dass man die Drähte, die Kanten, auch in einer Objektfarbe anzeigen kann, aber nicht die Füllungen. Und das haben wir jetzt in den neuesten Versionen mit dazu gebracht. Das Ganze kann man natürlich auch exportieren. Eine weitere Schnittfunktion ist, dass wir eben auch eine Linie selektieren können und jetzt einfach die Schnittebene dieser Linie folgen lassen können. Ja, ist auch vom Kunden gefragt worden, wie so häufig. Hier ein sehr komplexes Modell, das sind 25.000 Objekte und es ist normalerweise sehr rechenintensiv, wenn Sie zwischen Körpern minimalen Abstand berechnen wollen. Und wir rechnen jetzt mal 15.000 gegen 10.000 andere Körper den minimalen Abstand in der Bruchteil von einer Sekunde. Und wenn wir genau sehen wollen, wo das Ganze ist, das haben wir mal vorbereitet hier, ist mittendrin irgendwo 1,5 mm zwischen einem Rohr und einem Träger an dieser Stelle. Also extrem schnell, hilfreich für viele Leute. Ein anderes Beispiel im Automobilbereich, wir haben hier so ein Abgasrohr und wollen einfach wissen, wo kommt das Abgasrohr der Karosserie am nächsten. Ja, ist ja nicht gut, wenn das da irgendwo zu heiß wird. Auch dort wieder das gegen den Rest der Welt und ja, geht eben extrem schnell. Und dann sieht man auch, wo man vielleicht genauer hingucken muss oder gegebenenfalls Modifikationen vornehmen muss. Eine Funktion, die nicht nur für 2D geeignet ist, aber auch, wir haben normalerweise, wenn wir mit Punkten arbeiten, so eine Fangfunktion, dass wir, wenn wir mit dem Cursor in die Nähe einer Linie kommen, dann schon auf die Linie fangen, ab einer gewissen Nähe. Und das kann man inzwischen einschränken, zum Beispiel auf die Endpunkte von der Linie, also je nachdem, wo ich bin, oder eben auch auf den Mittelpunkt, also weitere charakteristische Punkte. Bei PMIs, was wir immer gekannt haben, ist, wir klicken einen PMI an und dann wird das Feature gehighlightet. Oder hier ein anderes Beispiel. Ja, was aber jetzt gefragt worden ist, ob man den umgekehrten Weg auch macht, dass man also ein Feature anklickt und jetzt sämtliche PMIs zeigt, die zu diesem Feature gehören. Ja, hier unten auch mal das zweite Beispiel. Und das Ganze kann man auch noch isolieren, wenn man es für irgendwas anderes eben braucht.
Attribute, eigenes Thema. In der Stückliste können wir jetzt Attribute verwenden. Das heißt, die hängen teilweise an der Produktoccurrence und nicht an den Geometrien. Dann kann man sich hier zum Beispiel ein weiteres Attribut aussuchen. Man kann es auch wieder entfernen. Man kann alle hinzu. Dann wird aber sehr unübersichtlich. Wir haben eigentlich ein Update oben schon gemacht. Das ist Material jetzt drin. Jetzt wird hier statt einer Nummer das Attribut als Callout-ID verwendet. Und wenn ich dann sage, generiere mir meine Callouts, kriege ich dort die Attribute angezeigt. Ja, das wird eventuell länglich, wenn ich zwei oder drei Attribute mache, aber ne, mit der automatischen Positionierinformation, Funktion kann man das gut anzeigen. Nochmal Attribute, diesmal für Markups. Also wir wurden immer wieder gefragt, kann man denn sehen, wer hat welches Markup, welche Bemerkungen dran gemacht und wann. Das können Sie jetzt konfigurieren. Dazu müssen Sie nur in den Ressourcen, gibt es eine Presets XML ganz unten am Ende, diesen Block mit den Markup-Attributen, den müssen Sie die Kommentierung rausnehmen. Dann ist das aktiv. Wir haben eine ganze Serie von Funktionen, um so kleine Hilfskonstruktionen, Mittellinien, Punkte zu erzeugen. Was wir noch nicht hatten, ist, dass wir den Schnittpunkt zweier Linien, die sich nicht berühren, berechnen können. Ja, das wird von einigen Kunden ist das gefragt worden, geht jetzt auch. Bei der Transformationsfunktion, Schiebefunktion, ist es normalerweise so, dass wenn Sie einen Teil durch die Gegend schieben, wir das den Pfad letztlich immer optimieren, dass der letztlich nur aus drei Segmenten im Prinzip bestehen soll. Das ist aber manchmal nicht hilfreich, wenn Sie zum Beispiel einen exakten Ausbaupfad irgendwie dokumentieren wollen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine neue Option eingebaut, dass Sie sagen können, egal wie kompliziert der Pfad ist, ich merke mir den. Und das Radio View Station, ne, optimiert den nicht mehr. Auch aus der Praxis, wenn man sehr, sehr viele Ansichten macht für die Arbeitsvorbereitung, für ein Meeting und so weiter, möchte man manchmal diese Ansichten, diese Bilder, diese Vorschaubilder, wie wir sie hier sehen, eben exportieren. Das kann man einzeln bisher schon immer, ne, als PDF oder als PNG. Was neu ist, dass man das jetzt als gesamte einzelne 2D-PDF-Datei rausschreiben kann. Ja, das geht recht fix. Ja, und wenn wir mal gucken, was dabei rumgekommen ist, ja, das machen wir auch ganz normal. Mit Adobe Reader auf, könnte man auch mit der 3D View Station natürlich aufmachen. Ja, und dann werden die eben arrangiert und rausgeschrieben. Ja, als letztes, unsere Entwickler sind auch Väter bzw. Mütter und warum nicht so Low-Hanging Fruits implementieren? Die Minecraft-Spieler sagen, hey, wir können so viele CAD-Daten lesen, also lass uns doch so Minecraft-MPT machen, damit ich das in meiner Spielekonsole verwenden kann. Und ja, das geht auch recht schnell. Da haben wir mal eben exportiert, da wird nicht viel an Parametern eingestellt und dann sieht das so ein bisschen pixelig aus. Es hat aber immer noch, wenn wir reinschneiden, im Prinzip die ganzen Inhalte drin. Ja, das können Sie sich auch mit einer Burg vorstellen oder mit einem U-Boot oder sonst was, auch mit komplexeren Dingen. Die könnten Sie jetzt in Minecraft verwenden. Ja, das war's schon. Viel Spaß mit dem Arbeiten mit der 3D View Station.